Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Heute mit dem Fallensteller. Und ich spiele die Perks. Beobachten und zuschlagen. Verfluchter Boden. Ah, hallo. Bitte was? Und Knowit. Außerdem habe ich zwei Addons dabei. Einmal, dass ich. Dein Ernst? Dass ich zwei extra Fallen dabei habe und einmal, dass die Fallen deutlich dunkler sind. Und ich hoffe, dass mir da jetzt viele Survivor in die Fallen reinrennen. Der erste ist schon reingerannt, finde ich gut. Dadurch sucht jemand ernsthaft eine Kiste. Ja. Ja, ich habe gedacht, die springt nochmal drüber. Aber wenn sie kein Deadheart dabei hat, müsste ich sie jetzt kriegen. Oh, das war aber die Spitze. Die allervorderste Spitze von meiner Waffe. Da ist auch Claudette. Da hinten läuft Train. So, ich würde gerne mal ein paar Fallen stellen. Was ist los mit euch, Leute? Ich stelle mal eine hier ins Fenster. Dann kann ich die wieder aufheben. Da hinten ist Claudette. Hallo? Ach, du hast ja eine Taschenlampe dabei. Okay, schade. Ich habe gedacht, ich krieg die noch. Ich habe eine Idee. Ich stelle hier jetzt mal eine Falle hin. Ja, blende mich. Ist mir egal. Und lass die Palette stehen. Okay. Und hier mache ich es genauso. Ich will einfach mal ausprobieren, ob das vielleicht effektiver ist, als sie zu zertreten. Okay, die mache ich auf jeden Fall weg. So, wo bist du hin? Da hinten. Normal stelle ich die Falle lieber draußen hin. Aber wenn die jetzt schon hier rumgeistert, lasse ich es halt einfach mal drinne. Und ich habe so das Gefühl, die Claudette, die wird mich da jetzt noch eine Zeit lang beschäftigen. Nein! Ah, die Taschenlampe nervt mich. Wo bist du hingegangen? Da sind Rennspuren. Ja, okay, dann kann die da mal bleiben, ist mir jetzt egal. Da ist schon der erste Generator gemacht worden. Die Falle hebe ich auf. Und ich gehe mal da hoch, aber erst lege ich hier in die Tür eine Falle rein. Mit ein bisschen Glück denken die vielleicht, dass die Falle am Fenster liegt. Was? Ich habe keinen Ausholangriff gemacht. Okay, Falle entschärft. Wo läufst du hin? Da ist noch eine Palette. So, läufst du zu dieser Palette da vorne? Ja, bitte spring drüber. Huch, na sowas. Das hat ja funktioniert. Hallo? Okay, da ziehen die Generatoren durch. Nein, Claudette. Vergiss es. Ach nein, es ist die Nia. Wollten die jetzt eine Taschenlampe her? Naja, okay, wenn sie eine hat, hat sie eine. So, hier ist keine Palette mehr, die ist schon weg. Ja, wirf sie um. Und da habe ich dich. So, da hinten ist ein Haken, da bringen wir sie hin. Da, wo die Jane gerade hinläuft. Ja, block du mal. Soll mir recht sein. Da kann ich hier die Falle mitnehmen. Und dann mal schauen, wo die Jane hinrennt. Da vorne ist sie. So.
Da hinten kriege ich dich jetzt. Dann nehme ich hier noch die Falle mit. Und heb die gute Frau auf. Ich hoffe, da kommt jetzt keine Taschenlampe. Nee, alles gut. Und häng die mal dahin. So. Da wird jetzt mal dran getreten. Und jetzt würde es mich schon mal interessieren, ist da jemand in den Schrank reingegangen eventuell? Nein, leider nicht, aber es wurde schon gerettet. Und zwar von... Wem? Jane, ich will dich nicht tunneln. Wer hat dich gerettet? Naja, lassen wir die mal laufen. So, ich stelle hier mal eine Falle hin. Wenn die mich um die Palette lupen wollen, laufen die vielleicht da rein. Das ist nicht ganz so offensichtlich wie direkt in die Palette. Verfluchter Boden ist irgendwie nicht so schön, wenn man keinen anderen Totem-Perk hat. So, der im Haus wurde schon gemacht. Dann gehen wir mal an den davor. Nein, noch nicht angefangen. So, hier stelle ich mal einen hin in diesen Zwischengang, ins Gras rein. Du bist immer noch verletzt. Einmal. So, und dich will ich jetzt auch noch. Perfekt. So, bevor du aus der Falle rauskommst, hänge ich dich erstmal auf. Und dann gehe ich mir die Nier holen. Ach, die ist ja schon tot. Die Palette mache ich kaputt. Sind mir ja auch tot. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall hänge ich die in den Keller. Also selbst wenn sie tot ist, ist zumindest kein... kein Haken kaputt. Okay, das, die letzten beiden sind da oben am Generator. Interessant. So. Heimgesuchter Boden ist noch aktiv gewesen für die Kate. So, da hat die Claudette noch einen Treffer. Oh ja. Bitte loop mich um die Palette. Nein, sie geht weiter. Da hat sie Glück gehabt. So, da vorne liegt noch eine Falle. Mal gucken, ob ich die... Oh ja. Oh ja! Sehr schön. Hallo? Wieso konnte ich die jetzt aus der Falle nicht aufheben? Egal. Die Claudette hängt. Und die Kate müsste in der Nähe von der Killerhütte sein. Jetzt genau hinhören. Da höre ich dich doch. So. Dieser heimgesuchte Boden hat die jetzt einfach mal böse vernichtet. Schön. Das freut mich. So, jetzt ist da oben noch eine Palette, die ich noch zerstören kann. Die hier. Und dann ein paar Fallen stellen für Punkte. So. Kriegen wir noch einmal hin? Ja. Schön. Eine sehr, sehr gute Runde mit dem Trapper. Und Punkte müssen sich auch gelohnt haben. Ich habe noch einen Pudding mitgenommen für doppelte Blutpunkte. Ja, das kann sich doch sehen lassen. Okay. Die haben zu viele Generatoren gemacht. Ich hätte länger verfolgen müssen. Und... ja... ohne Witz, ich verstehe die Dinger immer noch nicht zu 100%, wobei ich auch ehrlich sagen muss, ich habe mir die noch nie so richtig durchgelesen. Aber es sieht auf jeden Fall mal nicht schlecht aus. Das sind unsere Überlebenden, die dabei waren. Und ja, war eine tolle Runde und bis zum nächsten Mal bei Dead by Daylight. Haut rein!